Betet für uns, ruft der Mann, als Hurricane Matthew am Dienstag mit voller Wucht über Haiti fegt. An einigen Stellen erreicht der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern und er bringt Starkregen mit sich. Mehrere Ortschaften im Westen des Landes werden teilweise überschwemmt. Eine wichtige Verbindungsbrücke in den Süden des Landes stürzt ein. Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Wer sein Haus nicht vor 6 Jahren beim Erdbeben verloren hat, sieht seine Existenz nun bedroht. Der ganze Garten ist zerstört, alle unsere Bäume ausgerissen. Dabei lebten wir von ihnen. Wir haben nichts mehr, um uns zu ernähren. Mein Haus ist überflutet. Ich habe alles verloren. Das Wasser hat es weggeschwemmt. Ich kann es nicht mehr zurückbekommen. Während die Aufräumarbeiten wie hier in der Hauptstadt Port-au-Prince beginnen, werden die ersten Todesopfer bekannt gegeben. Viele hier machen auch die Regierung Haitis mitverantwortlich. Die habe das Land nicht ausreichend gegen Naturkatastrophen gewappnet, sagen die Menschen.